Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Transport Fever 2. In der letzten Folge haben wir ja die ersten funktionierenden Linien hergestellt. Denk mal, in dieser Folge werden wir eine Transportlinie von Incheonwald aus zum Sägewerk von Kawasaki einrichten, um Holz auszuliefern. Es wird uns auch wieder ein wenig Geld geben. Dafür benutzen wir mal Pferdefuhrwerke. Dazu brauchen wir eine LKW-Station. Mal hier an die Straße anbauen. Also. Und hier oben ebenfalls. Dann benutzen wir hier dieses Straßenfahrzeugdepot. Dann machen wir da mal eine neue Linie von Incheon Nord nach Kawasaki Ost. Die Linie benennen wir um in Holz. Incheon LKW. Kaufen wir neue Fahrzeuge, nämlich Cargo und das asiatische Pferdefuhrwerk. Da werden wir mal 15 kaufen. So. Und der Linie Holz Incheon hinzufügen. So. Das müsste eigentlich dann funktionieren. Jawohl. Hier sehen wir schon mal das Holz auf die LKW-Station geladen wird. Straßenfahrzeuge kommen langsam. Das ist halt auch billiger als eine Eisenbahnlinie. Dann spulen wir mal das Ganze vor, damit wir auch mal Geld verdienen. Denn ich denke mal, das nächste wird sein, hier die Linie zur Werkzeugfabrik herzustellen, damit wir mal Werkzeuge in die zwei Städte hier ausliefern können. Verschiedene Industrien haben auch ein Level. Wenn wir das Level erhöhen, wird sich da diese Industrie beispielsweise einmal vergrößern. Die Werkzeugfabrik kann sich bis zu viermal vergrößern. Also je nach Fabrik oder je nach Industrie kann sich das mehr oder weniger vergrößern. Je größer die Industrie wird, desto mehr wird auch produziert.
So. Wie beim Vorgänger auch, können wir auch in jedes Fahrzeug einsteigen. Und die Cockpit-Ansicht aufrufen. Muss auch sagen, bis jetzt gefällt mir der Nachfolger sehr gut. Die Neuerung finde ich super. Super gemacht. Es ist doch auch ein guter Sprung nach vorn vom Vorgänger her gesehen. So, wir sehen hier, wir könnten eigentlich nochmal ein paar Straßenfahrzeuge gebrauchen. Kaufen wir doch nochmal ein paar. Reisen wir ebenfalls der Holzlinie hinzu. Weiter geht's. Was ich auch gesehen habe, wir können ein Hauptquartier bauen. Das erinnert doch sehr stark an Transportgigant, was mir ebenfalls ziemlich gut gefällt. Schließlich benötigt ja jedes Transportimperium auch ein Hauptquartier. Im Moment haben wir aber noch zu wenig Geld, um sowas zu bauen. Das werden wir später mal machen, wenn wir auch Geld verdienen. Ich hoffe mal, dass es nicht mehr allzu lang dauert, bis wir auch Geld verdienen werden, um da die Linie einzurichten, um Werkzeuge herzustellen. Das wäre doch schon mal eine große Hilfe. Ja, wir könnten dann mal überlegen, ob wir eine Eisenbahn einrichten möchten oder eben hier auch mit Pferdefuhrwerken hantieren wollen. Denk mal, hier könnten wir wieder eine Eisenbahn einrichten. Und dann für in diese Stadt bauen wir ebenfalls wieder mit LKWs irgendwas. Und dann nehmen wir einfach dieselbe Strecke wie für die Passagiere, um die Waren anzuliefern. Denk mal, das müsste eigentlich ziemlich gut funktionieren dann.
könnten natürlich dann von hier aus zum Bahnhof fahren mit dem Zug. Die Waren hier bei diesem Bahnhof abliefern für Kawasaki und dann weiterfahren Richtung Incheon. Müsste eigentlich gut funktionieren, vor allem kostet es auch weniger, als hier noch einen extra Bahnhof einzurichten. Hinschauen, wie viel Geld so ein Pferdefuhrwerk denn überhaupt bringt. Ja, immerhin 4.000. Schauen wir doch mal. Die Linienübersicht. Wir sehen, momentan gibt die Holzlinie am meisten Geld. Vielleicht hätte ich hier auch noch mit einem Zug warten sollen. Vorspulen. Im Moment braucht es halt ein wenig Geduld, bis wir da mal genug Geld verdienen, um auch weiterbauen zu können. Mal weiterschauen, was es noch so gibt hier. Ja gut, ich denke schon, das nächste muss hier diese Linie sein. So wie die Transportlinie um die Werkzeuge abzuliefern, denn so würde dann die Stadt auch wachsen. Wie sieht es denn hier aus? Machen einfach Minus, das ist schlecht. Denk mal, ich verkaufe einen Zugmieter. Das war, glaube ich, noch zu früh. Jetzt hat er 20 Personen drin. Er hat 15. Langsam scheint sich das Ganze zu bessern.
Mal schauen. Ich hoffe doch, es bessert sich langsam. Denk mal, hier in Kawasaki wäre noch 2-3 Kutschen mehr drin. Passagier, kaufen wir doch mal 3 Kutschen mehr. Kawasaki Bus. Hier mache ich auch noch mal 3 Stück Geobus. Genau. Mal schauen, wie das dann wird. Vielleicht bringt das ja was. Mal die Linienübersicht. Es scheint sich zu verbessern hier. Wobei, das ist auch nur schleppend. Aber hier sind wir gar nicht mehr allzu weit im Minus. Das kommt langsam. Langsam aber sicher kommt das ins Grüne. Würde ich spontan sagen, wir kaufen da nochmal. Von denen für die Holzlinie. Dann lassen wir das mal so laufen. Die Eisenbahnlinie ist auch nicht mehr so schlecht dran. So langsam, aber sicher wird das doch noch was. Und wir haben eine neue Dampflok erhalten. Die kann 55 km pro Stunde fahren. Das ist immerhin, sind ja gleich viel wie bei unserer alten, aber sie könnte mehr transportieren. Die Frage ist doch, ob sich das lohnt. Für uns im Moment allerdings definitiv nicht. Denn wir kriegen ja schon
unsere alten Züge fast nicht voll. Aber hier sind wir schon mal im Plus. Ich denke, jetzt sind wir langsam aus der Krise raus. Unsere Investitionen haben sich also doch noch gelohnt. Der Bahnhof sein würde. Er würde etwa 180.000 kosten. Würde den hier hinbauen etwa. Dann einfach die Zuglinie hier runterziehen. Und von hier aus einfach eine Kehrtwende bauen. Um zum Sägewerk zu gelangen. Das müsste eigentlich funktionieren. So. Ich hoffe einfach mal, dass wir so lange auch noch das Holz ausliefern können. Das müsste hoffentlich noch funktionieren. Hoff's doch sehr. Sonst könnte uns das in die Krise stürzen. Bei unseren Zügen aus. Es sieht unverändert mäßig aus. Aber das ist ja kein Problem. Dafür läuft sowohl der Bus als auch die LKW-Linie hervorragend. Vor allem aber auch die LKW-Linie, die läuft zu. Ja, wir sind definitiv aus der Krise raus. Werde ich da mal den Kopfbahnhof anschauen, wie teuer der sein würde. Etwa 164.000. Hinbauen schon mal.
viel Schulden haben wir überhaupt? 5 Millionen. Würde gerne eigentlich keinen weiteren Kredit aufnehmen. Müsste eigentlich auch funktionieren ohne einen weiteren Kredit. Ich würde mir übrigens wie immer für Kommentare, Daumen hoch oder sogar ein Abo freuen, solange euch auch das Video gefällt. Es würde mir auch sehr weiterhelfen bei den zukünftigen Videos. So, vielleicht nehmen trotzdem noch einen Kredit auf. Um da mal vorwärts zu kommen. Dann würde ich den Bahnhof etwa hier hinbauen. Gleise verlegen. Runter zum Bahnhof am Sägewerk. Dann eine neue Linie erstellen. Kawasaki Transfer nach Kawasaki Nord. Das wäre dann Holzbretter Kawasaki Zug. Benötigen wir hier noch ein Zugdepot. Schauen wir mal für einen Zug. Mal den hinzufügen. Und brauchen wir noch ein paar Rungenwagen. Vier Stück wären super. Dazu brauchen wir allerdings noch ein wenig mehr Geld. Nochmal kurz warten. Müsste eigentlich gleich soweit sein.
Gleich müsste das soweit sein. Hoffentlich gibt dieser Zug genug Geld. Leider nicht. Aber spätestens beim nächsten Mal müsste das reichen. Na kommt schon. Ich brauche Geld. Ansonsten bauen wir einfach einen Zug mit nur 3 Wagen. Dann reicht es doch. Definitiv. Mal schauen, wie viel kostet denn so ein Zug? Einmal. Ja. Müssen noch mal eine Runde warten. Dann muss es eigentlich reichen. Kommt schon. Gebt mir Geld. Ihr braucht es doch nicht. Ich brauche das Geld. Soll ich euch denn zum Ziel fahren, wenn ihr mir kein Geld gebt? So, jetzt mal schauen nochmal. Vier Stück. Das reicht doch noch. Dann kaufen wir dieses Fahrzeug und weisen es der Holzbretter Kawasaki Linie hinzu. Schauen wir noch mal kurz. Ob die das auch benutzen, und es sieht so aus. Wir haben hier schon mal einen Stapel Holzbretter. Sieht gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Das funktioniert schon mal. 7 von 28. Plätzen sind belegt und das gibt doch schon 23.000. Wir sind momentan im Minus, das müsste
allerdings bald behoben sein, sobald wir hier auch mehr Waren abliefern können. Mal hier kurz schauen. Mittlerweile scheint die Personenlinie doch auch zu laufen. Neuerdings in diesem Nachfolger sehen wir am Bahnhof auch die passenden Schilder. Und ein voller Zug gibt 94.000. Das ist doch schon mal was. Gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.